geschmissen, ihren Rucksack gepackt und ist verschwunden. Heimlich, durchs Badezimmerfenster, auf die Straße, um sich durchzuschlagen. Ganz alleine und ohne einen besonderen Grund. Benny gab es da noch nicht. Wo ich halt Teenager war, da war halt alles irgendwie so scheiße. Alles kotzt einen an, so der Bruder, der nervt oder die Mutter, die will, dass man halt nach Hause kommt und auch mal um 10 oder um 11 im Bett liegt und nicht bis morgens um 4 irgendwie unterwegs ist oder so. Und Schule war auch scheiße und die Lehrer sind alle scheiße. Und von daher, das hat mich einfach damals alles genervt und meine ganze Situation. Ich wollte halt was Neues, was anderes und ja, die Straße war dann halt prima Möglichkeit dazu. Doch auf der Straße war es nicht wie erwartet. Statt frei sein und machen können, was man will, waren da falsche Freunde, Drogen und Alkohol. Sie war kalt, die Bordsteinkante, und abweisend. Aus der geplanten Auszeit von zu Hause wurde eine Odyssee. Nicht wissend, welchen Weg sie gehen soll, stand sie ganz alleine da. Genauso wie zuvor, bei der Mutter oder in der Schule. Einsam wie dort, von wo sie weglief. Ihre Lehrerin erinnert sich. Ich glaube, sie hat sich einzigartig gefühlt. Und dieser Satz, der bei mir sehr positiv besetzt ist, dass Menschen toll sind, weil sie einzigartig sind, war bei Nicole, glaube ich, eher was Verknüpftes, dass es sehr eine einsame Komponente auch hat. Also Einzigartigkeit heißt auch, einsam zu sein. Und ich glaube, das ist wäre meine Interpretation, dass das auch eine verdammte Einsamkeit war. In der Schule, sagt die Lehrerin, hätte Nicole immer abseits gestanden. Auf jedem Klassenfoto war das zu sehen. Die anderen haben sie gehänselt und verspottet. Am Ende dann gemieden. Nicole hat nie was gesagt, so getan, als wäre sie gar nicht da. Sich in sich selbst zurückgezogen. Jeden Versuch der Klassenlehrerin, sich dem Mädchen zu nähern, hat sie abgelehnt, bis die Lehrerin eingriff. Die Mutter hat mir Dinge offenbart über Nicole, über Missbrauchssituationen. Von der Seite ihres Vaters. Also so wurde es mir erzählt. Es gab damals Schwierigkeiten mit ihrem Vater und mit ihrem Stiefvater. Der erste Stiefvater, der war Alkoholiker von ihr und hat auch sehr viel Gewalt zu Hause angewendet, ist herumgeschrien, die ganze Familie unterdrückt. Meine Frau wurde auch sexuell angefasst, also nicht vergewaltigt, aber sexuell berührt, was sich auch nicht gehört. Und später, also jetzt, wo sie zu mir gekommen ist, war es einfach so, dass der Bruder weitergemacht hat damit. Ja, und das Gleiche, was sie damals unter ihrem Schwiegervater erlitten hat, hat sie dann unter ihrem Bruder erlitten. Nicole spricht darüber nicht. Hat es in sich eingeschlossen. Die Angst und was damals geschehen ist, als sie noch nicht weglaufen konnte. Die Klassenlehrerin hat nicht locker gelassen und immer wieder versucht, dem stillen Mädchen zu helfen. Was sie zu hören bekam, hat sie bis heute nicht vergessen. Der war so bestellt, dass sie geschrieben hat, dass sie Angst hat vor dem Partner. Das war der erste Partner, den die Mutter hatte, bevor sie dann den zweiten hatte. Weil aus dessen Körper ihr Vater rauskäme. Und da habe ich so ein bisschen interpretiert, ich habe das schon auch angenommen, dass das mit dem Missbrauch mit dem Vater, ich war davon ausgegangen, dass das stimmt und dass es eventuell auch noch mal eine zweite Missbrauchssituation gegeben haben könnte durch diesen zweiten, also durch den Partner der Mutter. Geholfen hat das Engagement der Lehrerin nicht.
Alles nahm seinen Lauf, bis Benny kam. Sie haben sich natürlich in einer total krummen Situation kennengelernt. Ich meine, sie war minderjährig, war auch auf der Straße. Er wohnte natürlich schon 2 Jahre auf der Straße. Ich denke, dass erstens mal haben sie sich natürlich gebraucht irgendwie. Zuneigung zu erfahren, zusammen zu sein. Man ist halt steht nicht mehr alleine da. Ich denke, dass Benjamin auch am Anfang mehr eine Sorgerrolle hatte gegen der Nicole gegenüber. Ne? Das Gefühl, sie zu beschützen müssen und da zu sein für sie. Und daraus ist halt ein Verhältnis gewachsen, wo ich denke, die beiden sehr, sehr glücklich sind. Sie ist die beste Frau der Welt. Sie ist einfach die beste Frau der Welt. Sie ist geduldig, sie ist lieb, sie verzeiht, sie ist nicht nachtragend. Er ist sehr nett, sehr zuvorkommend, er hilft mir andauernd. Und auch wenn manche Leute sagen, so jetzt er wäre kein Gentleman oder so, ich finde ihn super nett. Sobald irgendwas ist, so auch wenn ich eine Frage habe oder so, der guckt dann immer sofort, dass er mir irgendwie helfen kann. Nach ein paar Monaten auf der Straße haben sie geheiratet. Feierlich ausgestattet von einer Kleiderkammer. Jeder der Freunde hat ein bisschen was gegeben. Nicole war Bennys großes Glück, so beschreibt das seine Oma. Sie gibt ihm Halt, sie gibt ihm eine Verantwortung. Gerade dadurch, dass sie so zart und etwas schüchtern wirkt, denke ich, dass er sich in seiner Männlichkeit sehr bestärkt fühlt durch ihr Verhalten und durch ihre Art. Sie hat es verstanden, seine Beschützerinstinkte zu wecken. Zur Oma ist Benny gekommen, als er es im Heim und bei den vielen Pflegefamilien nicht mehr ausgehalten hat. Mit 16. Die Großmutter als letzte Rettung. Sie wusste um Bennys unberechenbaren Vater, ihren gewalttätigen Schwiegersohn und auch um die Unfähigkeit von Bennys Mutter, die Kinder zu schützen. Warum die Tochter den 10-jährigen Benny damals weggegeben hat, darüber grübelt sie bis heute. Hilflosigkeit, denke ich. Und vielleicht hat sie auch geglaubt, dass das das Beste ist, wenn sie ihn auch aus dem Milieu herausbringt. Meine Oma hat mir sehr viel beigebracht, sehr viel gelehrt, hat mir im Prinzip damals sehr viel Liebe gegeben, mehr als sie hätte gemusst, und sie hat Zeit für mich gehabt und ich konnte vieles bei ihr verarbeiten, vieles verkraften. Ich habe dann endlich die Liebe gekriegt, die mir gefehlt hat als Kind. Ein Stückchen Kindheit konnte er retten, durch die liebevolle Oma und die Lobodots, die selbst erschaffenen Freunde aus Bennys Geschichten. Viele Leute gehen vorbei, achtlos, eilig, schauen sich nicht um. Benny ist das egal. Er freut sich, wenn Kinder kommen, er ihnen seine Geschichten erzählen kann. Alte Leute, die Zeit haben, und Stammkunden. Wollen Sie mal reingucken? Müssen Sie ja nicht kaufen. Ja, also, okay. Guck du rein. Gib ich Ihnen gerade mal einen Flyer von mir mit. Das ist schön. Unten steht auch meine Webseite drauf und die ISBN-Nummern. Und da können Sie sich das mal angucken. Genau, ja? Das nehmen wir mit. Was kostet das? Das würde 12,50 Euro kosten. Erstmal das hier für Sie, ne? Danke. Vielen Dank auch, ne? Und dann wünsche ich echt viel Freude mit Ihnen. Ja, und das, für Sie auch, ne? Dankeschön. Und kriegen Sie sich einen Kaffeebrotteil. Mach ich. Tschüss. Schönen Tag wünsche ich. Danke. Tschüss. Ja, ich kaufe immer Zeitschriften, weil ich das unterstütze, weil ich das sehr gut finde. Und jetzt hat er uns das angeboten und ich denke mir, bevor ich irgendwas anderes kaufe, ich bin immer der Meinung, man soll das auch unterstützen, wenn Leute, denen es nicht so gut geht, sich bemühen, etwas zu tun und selbst auf die Beine zu stellen. Mein Mann hat sich das angeschaut, ich wollte ja erst nicht, weil wir aus dem Alter raus sind, wir haben keine Kinder. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, spontan, das kann man auch schön verschenken. Ne?
Manche haben Verständnis, manche haben kein Verständnis. Manche lehnen mich einfach ab, weil ich einfach nur auf der Straße stehe, kennen mich nicht, wollen mich nicht kennen, wollen auch nicht irgendwas. Ja, also stehe ich da, egal was ich tue, die würden weiterlaufen. Ja? Aber da ist auch viele Leute, die Verständnis haben, sehr viele. Zum Beispiel der Buchhändler gleich neben der Passage. Ein paar von Bennys Büchern stehen immer in seinem Regal. Können Sie heute Kleingeld gebrauchen? Ist es viel oder? 10 Euro sind es. Lass mich mal schauen. Doch, ja. Ja? Okay. Ja, super. Schon Feierabend um die Zeit. Naja, bei dem Wetter. Stehe ich nicht länger als nötig. Was macht eigentlich mein Buch, mein Kalender? Was verkauft mittlerweile? Es sind ein paar Sachen weg, die letzten Tage längst nichts mehr. Aber gut, bei dem Wetter ist natürlich auch kaum in der Stadt. Auch nicht mehr so. Aber also, doch einiges. Aber Weihnachten war natürlich ja. Gut, super. Los. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja. Bis morgen. Ja. Bis wieder. Tschüss. 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 Also ich finde es beachtlich, also wirklich bewundernswert, dass er das unter den Umständen über die Bühne gebracht hat, dass er einen Verlag gefunden hat, der das Ganze produziert und herausbringt. Also ich finde es schon beachtlich, also Hut ab, muss ich sagen. Die Bücher und Kalender, die ein kleiner Verlag herausbringt, muss Benny selbst erwerben und auf der Straße verkaufen. Dafür geht fast die ganze Sozialhilfe drauf. 600 Euro bekommen beide zusammen. Das macht ihnen nichts aus, auch wenn sie erstmal keinen Gewinn machen. Sie wollen arbeiten, wollen Erfolg haben, nicht auf Kosten anderer leben. Eine eigene Website hat Benny entworfen. Hier erzählen sie ihre Geschichten. Zum Beispiel, wie sie den Verlag gefunden haben, auf der Leipziger Buchmesse. Über 300 Stände haben sie abgeklappert und keinem erzählt, dass sie auf der Straße leben. Das hat sich gelohnt. Also ich meine, er muss jetzt nicht die super Berühmtheit werden, aber halt schon, dass die Sachen halt gut verkauft werden, dass er bekannter wird und dass wir so viel verdienen, dass wir dann auch nicht mehr abhängig sind von Ämtern und so und dass wir dann mit unserem eigenen Geld dann uns halt auch jetzt einen Bauwagen zum Beispiel kaufen können. Ich möchte gerne einen Platz haben, wo wir sein dürfen. Uns keiner Stress macht, uns keiner Vorschriften macht, wo wir einfach sein dürfen, wie wir sind. Am Abend bringt die Straße sie wieder zurück. Dann verlassen Nicole und Benny die Welt, zu der sie nicht gehören wollen. Oder nicht können. Noch nicht. Ein warmes Zuhause wartet nicht auf sie. Und Geld haben sie nur, wenn sie was verkauft haben. Vieles haben sie hinter sich gelassen und sie haben es zusammen gemacht. Mutter und Vater können ihnen nichts mehr anhaben. So kriechen sie jede Nacht in ihre Schlafsäcke und träumen vom eigenen Bauwagen. Irgendwann, auf einem eigenen Grundstück, wo es ihnen gefällt. Dort könnten sie sich um Kinder kümmern, könnten Pfadfindergruppen gründen. Ein bisschen wie bei den Lobodots. Sich wegträumen in eine andere Welt.